Guten Abend. Wie schon gesagt wurde, darf ich hier ja heute quasi die Vorgruppe geben, bevor die richtigen Literaten loslegen. In meinem neuen Buch, die Glossen, die sind zu lang und die umgedichteten Lieder dort, die sind zu seltsam. Daher trage ich nur ein paar nerdige Witze vor. Übrigens, der Gewinn des Buches geht natürlich an Umweltorganisationen. Naja, eigentlich bin ich ja Sozialarbeiter. Sie wissen schon, das sind die Typen, die auf die Frage, wo es denn zum Bahnhof geht, antworten: Du, da habe ich leider keine Ahnung zu. Aber macht nichts. Ich fahre nicht gern schnell hin. Und wenn ich in ein Taxi steige und der Taxifahrer fragt mich, wohin es denn gehen soll, dann antworte ich natürlich: Ganz egal, ich werde überall gebraucht. Naja, und trotzdem habe ich für heute aber mal andere Nerdgruppen ausgewählt. Namentlich handelt es sich um Nerds aus dem Bereich Computer, Internet und aus dem Science-Fiction-Genre. Ursprünglich hatte ich auch noch überlegt, ob ich nicht auch noch einige Atheisten-Witze dazu nehmen soll. Aber dann dachte ich mir, dass es vielleicht nicht so angenehm sein könnte, vorzeitig von der Bühne gestoßen zu werden. Ja, ein kleiner Insider-Gag. Bevor ich weitermache, bin ich hier und heute, bin ich jetzt aber noch ein gewisses Coming-out machen. Also, ich bin homophon. So, jetzt ist es raus. Naja, gut, ich meine, also genau genommen bin ich das ja nur manchmal. Oder zumindestens ist es das Gedicht von mir, das ich jetzt erst noch vortragen werde. Sind Sie etwa homophon? Wer sich schon an der Küste küsste, wird wohl auch manchmal sehen sehen. Wird selten auf dem Rasen rasen. Er ist kein Schlechter und kein Schlechter. Er hebt sein Lied und singt ein Lied. Zupft gern dabei auch eine Seite. Zeigt musikalisch seine beste Seite. Gewandt ist er, bunt sein Gewand, und gut kann er mit Wärmen wärmen. Jetzt kommen wir zu der Frage, zu der berühmten Bahnhofsfrage. Die wird hier an Computernerds gestellt. Ein Passant fragt auf der Straße: wo geht's denn hier zum Bahnhof? Es antworten ihm folgende Personen. Einmal ein WoW-Spieler, also World of Warcraft-Spieler. So auch du ein Streiter für die Allianz bist, will ich gern versuchen, dir zu helfen. Warte nur, ich frage nun schnell einmal in meiner Gilde nach. Das nächste ist schon etwas länger her, um 2005 würde ich sagen. Da wird ein allgemeiner Computernerd gefragt.
Und er antwortet, kein Problem. Guck mal, da, 30 Meter links. Da ist ein Internetcafé. Da kannst du dir über Google Maps die Route suchen und ausdrücken. See you! Auch ein Mensch, der gerne twittert, ein Twitterer, wird gefragt. Er sagt, Moment! Er zückt sein Gerät und sagt, einer von meinen Followern weiß das bestimmt. Ich twitter das jetzt sofort und bitte auch um Retweets, also um RT. Auch eine Facebook-Nutzerin wird gefragt und sie antwortet, Sekunde, guck erstmal bitte traurig hier in die Handykamera. Ja, okay, danke. Ich poste das jetzt gleich auf Facebook. Irgendwer findet dich bestimmt süß und verrät es dir, weil du so traurig guckst. Und last but not least haben wir natürlich auch noch einen Second Life-Bewohner gefragt. Und der meint, hi, ja, warte mal, ich guck mal im Inventar, ob ich da einen Teleport-Link für dich finde. Hast du es denn auch schon mal über die Suchfunktion probiert? Ja, jetzt kommen wir schon zu den Science-Fiction-Witzen. Der erste nennt sich SF-Flachwitz. Ein Flachwitz. Es treffen sich Terry Pratchett und Douglas Adams auf der Scheibenwelt. Terry meint, Mensch, Douglas, wie kommst du denn hierher? Und da antwortet dieser, naja, per Anhalter natürlich. Verbesserung. Nach dem Ende aller Clownkriege und Machterschütterungen plant Meister Yoda im Ruhestand nun die Gründung einer Sprachschule. Schwerpunkt sollen Deutschkurse für AfDler, Pegida-Fans und ähnliche Zielgruppen sein. Angesprochen darauf, ob das für ihn denn wirklich die optimale Tätigkeit sei, erwidert er, wie schlecht meine Kurse sind, egal ist. Eine Verbesserung für diese Personengruppen, mein Unterricht in jenem Falle wird sein. Ein wenig Sorgen macht er sich aber, ob die teilnehmenden Kameraden ihn ganz persönlich überhaupt respektieren werden. Kleine grüne Männchen sie vielleicht nicht werden wirklich akzeptieren. Einige Navi von Pandora als Hilfslehrer zu engagieren, ich daher erwäge, so Yoda. Schuldenfalle. E.T. muss leider in der intergalaktischen Schuldenberatungsstelle Rat suchen. Der Ferengi dort fragt ihn, ja sagen Sie, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Sie sind ja nun doch eine bekannte und auch kluge Entität. Da antwortet E.T. verlegen, nun ja,
Also angefangen hat es seinerzeit mit einer wirklich astronomisch hohen Telefonrechnung. Sinnlose Frechheiten. Welcher aufgebrachte Satz im Streit mit einem Vulkanier erscheint nicht nur einigermaßen sinnlos? Es ist der folgende. Jetzt spitz mal die Ohren, Mürchen. Dann haben wir noch ein paar Geschäftsideen für Ferengi. Ferengi. Einmal wäre da vorzuschlagen ein Brennholzverleih. Dann der Verkauf von Holzeisenbahnen, also kein Spielzeug, mit Dampfmaschine und allem. Und schließlich noch die Publikation und der Verkauf des Werkes Grundlagen der Dichtkunst für Dummies. Und zwar die Ausgabe für Vogonen, Asgoten und Frau Paula Nancy Millstone Jennings. Und im Übrigen auch für Herrn Lothar Frohwein. Jetzt bin ich mit dieser Abteilung eigentlich durch, aber ich habe noch einen passenden Text, den ich nochmal mit Glück wünschen für den Hochzeitstag von Thorsten und Sausolina, also von Küferpunk und Kirsten mache. Und zwar gibt es da ja einen Wettbewerb, den unpassendsten Witz zum Hochzeitstag. Und den trage ich jetzt vor. Der böse Kommandant Kolja von den Genii schlägt in folternder Weise auf Major Shepard von Atlantis ein. Aber Shepard redet nicht. Kolja macht Pause und fragt: Sie sind einer der härtesten Männer, die mir je begegnet sind. Worauf führen Sie das zurück? Da mein Shepard: Naja, ich war halt schon mal verheiratet. So, da die Zeit wohl noch reicht, ich schreibe ja auch Gedichte, und Gedichte sind ja oft unverständlich. Ich hoffe, meine nicht, aber ich hatte auch mal den Auftrag bekommen, da war eine Spende angeboten dafür, ein völlig sinnloses Gedicht zu schreiben. Es sollte halt nur irgendwie nach Gedicht und irgendwie gut klingen. Ich habe es versucht und das ist das Ergebnis. Versuch, ein sinnloses Gedicht zu schreiben. Des Hauses hätte können werden, Gedanken aber gestern schwer. Des Ofens allerletzte Herden am Boden jene starke Wehr. Trotzdem am Werk gefangen ist, alle Zeit zu wagen jene. Nimmermehr der Schrank, ihr wisst, gegessen hat nun schon Marlene. Sie hören jetzt dies alles. Vergebens war die Nacht.
doch auch im Fall des Falles, quatscht es, wachet, wach. Überzeugend mag es sein. Gedacht, das habe ich auch. Fort ist er, der reine Wein. Einstmals war das wohl Brauch. Das war's. Vielen Dank und noch weiterhin viel Spaß. See you.